In diesem Video zeige ich dir, wie du dich beim Driver mit einem richtigen Setup an den Ball stellst und damit für lange und gerade Drives sorgst. Hi, mein Name ist Fabian Bünker, ich bin PGA Golf Professional und Head Coach der Online-Trainingsplattform Golf in Leicht. Im Gegensatz zu den Eisen ist das Setup beim Driver etwas anders. Natürlich ist das Grundsetup, wie du dich an den Ball stellst, gleich. Aber um die Vorteile des Drivers zu nutzen, nämlich längerer Schaft, geringster Loft, größter Schlägerkopf und flachster Lie, brauchst du insgesamt 4 leichte Änderungen in deinem Driver-Setup im Gegensatz zu deinem Eisen-Setup. Durch diese 4 Änderungen möchte ich mit dir jetzt gerne einmal der Reihe nach durchgehen. Nummer 1 wäre, dass du dich im Gegensatz zu den Eisen etwas breiter hinstellst, um die höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit, die du beim Driver durch den längeren Schaft produzierst, besser ausbalancieren zu können. Dann liegt der Ball natürlich, zumindest auf dem Abschlag, auf dem Tee und sollte sich auf Höhe der linken Ferse befinden, damit du den Ball eher in der Aufwärtsbewegung triffst und ihm eben einen schönen hohen Startwinkel mitgeben kann. Änderung Nummer 3 wäre, dass dein Griffende gerne zum Bauchnabel zeigen kann, damit der Schläger so aufsitzt, wie er auch gebaut ist. Und Änderung Nummer 4 wäre, dass du deinen Griff gerne noch mal etwas stärker machen darfst mit der linken Hand, also dass die linke Hand gerne noch mehr nach rechts rüber gedreht werden darf, damit die Schlagfläche sich im Treffmoment eher schließt und du dem Ball eher einen Drawspin mitgibst. Das wären also die 4 Änderungen, die du bei deinem Driver-Setup im Gegensatz zu deinem Eisen-Setup einnehmen solltest. Du kennst mein Motto, starte mit 0 Fehlern. Darum achte wirklich in deinem Setup auf diese 4 Punkte. Und wenn du das umgesetzt hast, kommen wir jetzt zur Bewegung bzw. zum Schwung beim Driver. Denn auch da gibt es einige Änderungen im Gegensatz zu deinem Eisen. Denn beim Driver möchtest du den Ball eher in der Aufwärtsbewegung treffen, bei den Eisen eher in der Abwärtsbewegung. Ich zeige dir gleich, wie du das machst. Als allererstes sprechen wir über das Takeaway. Ich bin ein großer Freund des One-Piece-Takeaway. Also nimm Driver, Hände, Arme, Schultern und Hüfte, bewegen sich als eine Einheit und führen den Driver lange gerade zurück, sodass du mit deinen Armen zu deinem Körper einen großen Radius aufbaust. Dann drehst du deine Schultern weiter auf, sodass deine Schultern bzw. dein Rücken Richtung Ziel zeigen. Im Abschwung schwingst du jetzt deine Hände nach unten und bleibst mit deinem Schwerpunkt lange auf der rechten Seite, sodass du im Treffmoment in Anführungsstrichen hinter dem Ball bist. Das sorgt dafür, und das ist das Geheimnis von langen und geraden Drives, dass der Schläger sich von unten nach oben durch den Ball bewegt und den Ball mit einem hohen Abflugwinkel wegschlägt. Dazu solltest du darauf achten, dass du den Schläger eher von innen nach außen, also gefühlt nach rechts, wie bei einer Tennis-Topspin-Vorhand ausschwingst. Und natürlich schwingst du dann auch in dein volles Finish, bei dem du wieder mit dem Gewicht auf der linken Ferse bist und Gesäß und Bauchmuskeln spannen sich an, sodass du die gesamte Schlägerkopfgeschwindigkeit gut auffangen kannst und richtig gut ausbalanciert stehst. Und wenn du auf diese Punkte achtest, dann steht auch hier wieder einem guten Drive nichts im Weg. Denn wir alle wissen, lang driven macht natürlich am meisten Spaß. Und das ist bei mir genauso. Und darum gutes Setup, Ball links, richtig gut aufdrehen im Rückschwung. Und Vollgas geben. Viel Spaß dabei.